Traditionell kommen freitags die neuen Platten raus. Nicht nur die von Ed Sheeran landet heute beim Plattenhändler eures Vertrauens, sondern auch die von unserem zauberhaften Kollegen. Hochgeschätzt und sehr verehrt von einem großartigen Musiker von Sebastian Rätzel, der heute Morgen Studiogast in Radio Hölzer wie Muckefuck ist. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Derselbe Himmel heißt dein neues Album und natürlich wollen wir auch, dass die Leute dich noch ein bisschen näher kennenlernen. Deswegen haben wir ein paar Fragen für dich vorbereitet. Genau, du hast mal ja einen Song für Helene Fischer geschrieben. Wie kam denn das zustande? Schreibt man den Song und schickt den Helene und sagt, Helene, spiel mal, komm, mach. Ja, ungefähr so. Also Nein. Außer mit dem Zusatz, Helene, spiel mal. Aber man schreibt den Song, gibt den rüber und hofft, dass er gehört wird. Das ist in dem Fall passiert und dann auch sogar noch gemocht wurde. Nur mit dir heißt der Titel, ist der erste Song auf dem letzten Album von ihr, dem schwarz-weißen. Ja. Und und dann kam er an und aus 900 Songs wurde er einfach gepickt und gespielt. Ja, sensationell. Coole Geschichte. Wie ist das, wenn die den dann singt? Die hat den ja auch live auf den Touren gesungen. Ja, das ist natürlich ein wahnsinniges Gefühl, wenn man da steht. Ich habe auf Hubkum angeguckt und die Leute singen mit. Ne? Das ist schon, und das ist ja auch ein paar so romantische Momente, und wenn sich dann so zwei angucken und dabei küssen, dann geht schon das Herz. Ach Gott. Ja. Ich habe Gänsehaut. Das ist ja Luxus. Das ist ja blanker Luxus, finde ich. Ja, was ist denn der letzte Luxus, den du dir geleistet hast und vor allem, den du danach bereut hast? Ich habe am Montagabend, ich bin ja gerade so auf Radiopromotour, habe ich mit meinem Radiopromoter in der Hotelbar, sagen wir mal, das ein oder andere Glas geleert, und das habe ich am nächsten Morgen sehr bereut. Okay, aber wir haben noch ein bisschen weitere Fragen, wollen dich ein bisschen näher kennenlernen. Was machst du als erstes, wenn du nach Hause kommst? Den Fernseher an. Ich bin totaler Fernsehjunkie. Ja, ich habe drei Fernseher, so einen auf dem Klo. Da habe ich noch keinen. Da muss ich mal drüber nachdenken. Da entstehen Bilder. Was machst du eigentlich beim Konzert, wenn du mal aufs Klo musst? Also vielleicht ein bisschen zu viel vorher getrunken an Wasser, um nicht zu dehydrieren? Das ist ganz schwierig natürlich, weil es gibt wenige Stellen, wo man das machen kann. Im Zweifel, wenn alle Stricke reißen, ist mir zum Glück noch nicht passiert, dann musst du einfach schnell runter. Am besten an der Stelle, wo du weißt, da kommt ein längeres Gitarrensolo oder so. Das hast du dem Gitarristen, spiel mal, das dauert einen Moment. Großartig. Das größte Kompliment, was man dir machen kann? Ich glaube, das weiß ich gar nicht. Mir hat neulich einer ein schönes Kompliment gemacht, und zwar ein Arzt, der meinte zu mir, Sie haben gar keine Gichtfigur. Das war die schönste Art, mir zu sagen, ich bin nicht fett. Ja. Ach, schön. Sehr schön. Warum das übrigens auch ein Stichwort ist, bei deinem Albumcover nicht fett zu sein, darüber reden wir noch um 10 vor 9 hier in Radio SRW Muckefuck. Abschließend eine kleine Geschichte, wenn man dich auf deinem Instagram-Kanal verfolgt, dann kriegt man auch so ab und an ein bisschen das Lieblingswort. Ist famos. Ja, famos. Famos wird wieder groß.